Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragda und das ist mein üblicher Vorspann bei Spielen, die in Deutschland mit USK 18 bewertet wurden oder vielleicht noch zusätzlich indiziert. Das ist Postal 2. Das wurde in Deutschland nicht mit USK 18 bewertet, es wurde nämlich direkt indiziert. Es wurde in Europa mit PG 18 bewertet, in den USA hat es ein M bekommen, also für Erwachsene. Indiziert wurde es wegen einer übertriebenen Darstellung von Gewalt. Man spielt so einen Typ, der irgendwie, also der wohnt in einem, so einem amerikanischen Trailerpark, in so einem, ja, so einem abgefuckten Wohnwagen und muss halt so einen Tag bewältigen. Und es läuft nicht so und es gibt jede Menge gewalttätige Gruppen in der Stadt und man wird da halt irgendwie mit reingezogen. Man hat aber auch die Wahl, man kann entweder versuchen, das friedlich zu lösen oder halt gewalttätig. Da aber diese diversen Gruppen der Stadt ständig aufeinander losgehen, man da wird da früher oder später immer reingezogen, meistens sogar relativ früh, wird es halt immer schwieriger, da irgendwie friedlich rauszukommen. Das Spiel ist natürlich nicht ernst gemeint, das ist ein ganz übertriebener schwarzer Humor, das sieht man immer wieder mit der Darstellung, was für eine Ausrüstung man kriegt, unter anderem auch Katzen sammelt man ein. Also das ist natürlich nicht ernst gemeint und die Entwickler nehmen sich ja selbst auf die Schippe, die spielen da nämlich mit. Das werden wir gleich im ersten Video auch sehen. Wie auch immer, das ist mein Hinweis, auch wenn es in Deutschland natürlich nicht mit USK 18 bewertet wurde, weil es direkt initiiert wurde, aber es ist definitiv halt kein Spiel, das sich Kinder anschauen sollten. Generell Leute unter 18 sollten sich das halt anschauen und auch keine Leute, die da empfindlich sind. Gut, das Spiel ist mittlerweile ziemlich alt, die Grafik ist ziemlich schlecht, aber trotzdem. Ja. Lieber nicht angucke, wenn man da ein bisschen empfindlich ist. Für den Faktor Games Archiv ist es trotzdem wichtig reinzukommen, weil Postal ist natürlich eine große Spielereihe, die sehr viel Diskussion ausgelöst hatte, sehr viel Medienecho, das generell immer wieder genannt wird bei der großen Debatte, was dürfen Spiele, wo ist die Grenze, ist es richtig, dass Deutschland indiziert, während andere Länder es bei einem USK 18, also entsprechend ab 18, belassen und sagen, wenn man erwachsen ist, soll man das für sich selbst entscheiden. Deutschland geht da andere Schritte, wir verbieten es auch für Erwachsene. Postal wird halt immer gerne herangezogen und dann heißt es immer so, ja guck mal, aber das ist ja total übertrieben und das ist ja nur Gewalt und das kann ja nicht gut sein, das müssen wir für Erwachsene verbieten. Dementsprechend ist es natürlich ein Spiel, das, wenn man ein Archiv macht über die Geschichte von Computerspielen, auch rein sollte. So, wie gesagt, das ist meine Warnung und mein Hinweis und wir, die das angucken dürfen, die sehen mich dann quasi gleich im, also hören mich gleich im Video. Bis dann. Tschö. So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragda. Moron. Oh, Idiot. Und ich bin wieder in Postal 2. Ich wollte eigentlich nicht auf die Karte, ich habe E gedrückt. Oh, Idiot! Hi there, would you like to sign my petition? No way, you freaking pinko. You gotta be fucking kidding. Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Okay, I guess that sounds pretty good. Thanks. Ich muss also mit anklicken. Would you please sign my petition? Okay, I can do that. Thanks. Hi there, would you like to sign my petition? I'm sorry. Shit, sign my petition, damn it. I'm down. Thanks. Would you please sign my petition? I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Look out! Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Okay, I guess that sounds pretty good. Thanks. Wie viele muss ich da? Ach, da oben steht 6 von 8, habe ich, okay. Hi there, would you like to sign my petition? Leave me alone. Ach, die hatte ich schon. Okay. Extra
geht denn da hinten schon wieder? Would you please sign my petition? Sorry, yo. Shit, sign my petition, dammit. Not interested. You gotta be fucking kidding. Hey, watch it. Are you gonna sign this, or will it be your surviving family members? Look out, Otto. Sign this petition, or I'll follow you home and kill your dog. Oh! Hey! What the? Hi there, would you like to sign my petition? I'm sorry. Shit, look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Okay, I guess that sounds pretty good. Thanks. Was treiben die denn da hinten? Alter, was machen die denn? Oh, Alter. Alter! Was zum... Alter! Was hat denn die Parade hier gemacht? Sammeln erstmal Waffen ein. Das meine ich mit, in dem Spiel ist das gar nicht leicht, friedlich zu bleiben, weil die alle irgendwie ein Rad abhaben. Ist jetzt Ruhe? Gott, ich hab mir die Waffe. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja, guck mal. Would you please sign my petition? No way, you freaking pingo. You gotta be fucking kidding. Alter! Ist ja schon gut, ich gehe. Ist ja gut. Alter! Hier, Überlebende. Hi there, would you like to sign my petition? I'm sorry. Shit, sign my petition, damn it. Okay, I guess that sounds pretty good. Hervorragend, das haben wir. And done. So, dann gehen wir mal ein Buch zurückgeben. Nein, Henny. Die spinnen hier echt all. Ah, die Knarre wieder weggesteckt, gut. So, wo bin ich eigentlich? Ah, da, okay. I can't believe he just did that! Ah! Ihr seht, das Spiel ist ja so schon bekloppt genug, ohne dass ich eigentlich irgendwas mache hier. So, bin ich jetzt eigentlich richtig gelaufen? Ah ja, jetzt bin ich da mal abbiegen. Ah, da steht's ab. Bibliothek, Bücherei. Ach, das war dieses große Gebäude, gell. Warte mal, bin ich ja richtig? Nee, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Warte mal, hier bin ich schon. Nicht richtig. Nutzlose Karte. Tja, das kam mir schon so spanisch vor hier, der Durchgang. One side. Ja, ich will's nicht. Da müssen wir lang. Ich schreie jetzt da lang. Ich frag mich ja echt, wer da angefangen hat bei dieser Parade. Ich sehe sie ja schon. Alles gut, ich sehe sie da schon. Oh, Mietekatze. Hab sie. Argument, Hitler schrieb ein Buch. Ich habe nichts gemacht. Da unten sind lauter Idioten. Wie kann man gegen Bücher sein? Mach was. Ich bin mit ihrem eigenen Schild getroschen.
Save a tree, burn a book. Save a tree, burn a book. Save a tree, burn a book. Sag mal, was sind hier die Adder? Nee. Hier ist ein Ausleihbetrieb. Hier gibt es eine ordentliche Auswahl an Büchern, aber ich finde die Rückgabe nicht, oder beziehungsweise die Ausleihe, wo auch meistens die Rückgabe ist. Uff, Chapette? Ja, ja. Look out! Was? Ich hab's eilig. Da. I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Hola. Hi. Is this everything? Si. That'll be $10. Here you go. And come again. Great. I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Hey. What the? Yeah. You got an issue? Huh? Let's see. That should cover it. Thanks. What are you looking at, cunt face? Thank you. Great. I can help you over here, please. Sup? Hi. Is this everything? Yeah. That'll be $10. Let's see. That should cover it. Thanks. And come again. That rocks! I can help you over here, please. Sup? Hey. Is this everything? Yeah. That'll be $20. Let's see. That should cover it. Thanks. Okay, great. Thank you. Sweet! I can help you over here, please. Hi. Hello. How are you doing? Oh, okay, I guess. No problem. Is this everything? Yes. That'll be $10. There you go. And come again. Kick ass. Hi. Hi there. There's a late fee on this of $40. Shit. I'm sorry. You roll. Sounds reasonable. I hope the bitch appreciates the trouble I went to. Finally! It's about time you showed up. Sorry I'm late. Somebody blew up my car. Let's burn some books. Alter, die Bankräuber waren die eine Sache, aber das hier geht echt gar nicht. Das ist mir jetzt gerade scheißegal. Die lege ich um. Bücher abfackeln, das geht auf gar keinen Fall. Die sind fällig. Es hat alles Grenze. Ja, es hat alles Grenze. Und die Zivilisation, das ist unfassbar. Die erledige ich. Wo sind die? Oh, scheiße. Zieh dir mal frische Unterwäsche an. So. Alles klar. Da geht's nicht mehr raus. Oh.
läuft da jetzt entlang. Was sind für eine? Just kidding. Ja, hallo? Das ist Sackgasse. Der islamistische Terrorist war in der Pornoabteilung. Ich mag das Spiel. Rad teuer, ich bin in der Pornoabteilung quasi eingeschlossen. Dagegen hätte man an sich ja nichts, wenn es darum ging, quasi über Nacht eingesperrt zu sein. Aber hier geht's. Ist da vielleicht ein Geheimgang in der Pornoabteilung? Also deshalb war der hier. Okay. I gotta find more of that good stuff. Nein, wir stecken... Alter. Das machen wir nicht. Ja, Maud, nimm die Katze da... Alter. Meine Hanne. Alter. Es gibt hier scheinbar keinen Geheimgang. Echt durchs Feuer laufen, ja, ich hab ja gar keinen Fisch, aber nicht. Okay. Das ins Feuer kann man nicht, man kann nicht übers Feuer hüpfen. Surprise.
Halt, warte mal. Ist doch gar keine von Anzünderin, das war eine Bibliothekarin, oder? Ah, das war der Typ. Selbst schuld. Eine Bibliothek abfackeln. Oh. Today's the first day of the end of your lives. Was man für einen Ärger hat, bloß wenn man ein Buch zurückbringen will. Wie geht's denn hier raus? Ah, sehr gut. Katzen anlocken. Oh Mann. Nee, nachher nicht wegstecke. Ich wollte nur nachladen. Okay, ich glaube, wir sind draußen. Geht's der Katze? Ey, meine Katze! Oh, verdammt! Can we all just get along? Guess not. I better watch out for those guys from now on. Ja, das ist okay. Mit denen darfst du gar nicht im Stress liegen. Saftsäcke. Es fühlt sich gut an, in so einem Spiel der Held zu sein. So, wie auch immer, Mietskatze ist weg, Bibliothek brennt. Oh, Waffe wegschicken. Ich war's, ne? Gut, ich setze einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss!